Willkommen zu Kreativ mit Nina. Scheinwerfer an. Heute geht's um die perfekte Schultüte. Die Applikation habe ich selber gestickt. Da gab es ja ein Video von mir. Man kann dieses Schnittmuster in mehrere Variationen auch gestalten. Ich habe kleine Tipps und Tricks natürlich auch für euch. Und wir haben eine große Manschette. Das heißt, ihr kriegt da oben auch viel, viel rein. Das kostenlose Schnittmuster könnt ihr euch ausdrucken, das gibt es bei stoffe.de. Ich habe es ausprobiert, es passt sehr, sehr gut. Ich zeige euch aber auch nochmal die Variation eben mit diesem Stift und Schnur. Ich bin nicht so der Freund von dieser Technik, dazu aber gleich mehr. Hier unten steht immer die Seitenzahl. Ich habe es euch ein bisschen einfacher gemacht und es schon mal drauf geschrieben. Dann könnt ihr das schön auch zusammensetzen und dann werden wir das erste Blatt nehmen. Und dazu diesen Rand ausschneiden, und zwar bis zu diesem Dreieck von der Spitze. Das mache ich aber nur auf einem Blatt und das andere, das lasse ich, damit ich es genau draufkleben kann. Das hat den Vorteil, dass ich genau auch die Spitzen treffe und die Linien. Ihr könntet es natürlich auch überlappen, aber so sieht man es natürlich auch schön. Und dann klebe ich das einfach mit einem Klebestift an. Und die Linien müssen sich berühren und die Dreiecke auch. Da seht ihr die Nahtzugabe und auch die Nählinie. Ihr könnt, wie gesagt, die drei Teile ausschneiden, da ist die Nahtzugabe enthalten. Oder ihr macht es, wie ich, bei dem oben rechts Beispiel, dass man einfach eine längere macht. Das heißt, dann habt ihr halt nicht drei Farben, sondern zwei. Ja, und mit dieser Schnurtechnik an sich eine gute Sache, wenn ihr keinen Drucker habt. Eine Linie, 46 Grad vom Geodreieck, und wir legen die Schnur an. Dann kann man es auch nochmal nachzeichnen. Was aber ich problematisch finde, ist der Winkel. Also der muss wirklich ganz gerade sein. Der Stift, wenn der ein bisschen abweicht, seht ihr schon 1 cm, dann habt ihr dann schon Abweichungen. Ja, so viel zur Schnur. Aber wir nehmen einfach das Schnittmuster her. Das hat jetzt 1,5 cm Nahtzugabe. Das ist ein bisschen ungewöhnliche Größe. Normalerweise ist die 1 bis 0,7 cm eben linker Stelle oder Mittelstellung. Ich werde auch die 1,5 auf die 1 cm runterkürzen, weil ich einfach gerne Nähfüßchen breit auch nähe. Ja, das werde ich jetzt dazu weit anpassen. Da oben rechts seht ihr das. Das kann man dann ganz schön Nähfüßchen breit machen. Bei diesen Rundungen habe ich auch einen ganz guten Trick. Da nehmt ihr einfach das Abgeschnittene, legt das drauf und nehmt das als Schablone. Alle drei Teile sind jetzt 1 cm. Ihr könnt es natürlich auch lassen, aber ich finde, später tut man sich dann einfach einfacher. So, das sind jetzt meine drei Teile. Das ist natürlich auch so, dass die 1 cm Nahtzugabe auf beiden Stoffstücke enthalten sein muss. Deswegen könnt ihr das nicht einfach abschneiden. Ihr müsst immer 1 cm dazu rechnen, solltet ihr das irgendwie anpassen. Also oben und auch unten. Die Schnittmuster, die falte ich jetzt im Buch. Dann könnt ihr nur mal schauen, ob euer Bogen auch richtig super ist. Falls nicht, könnt ihr das noch ein bisschen anpassen. Sollte auch passen. Man braucht wirklich gar nicht viel Stoff für diese Schultüten. Ich falte jetzt alles im Buch, weil dann ist auch alles gleich. Das heißt, die rechte Seite ist innen, die schöne Seite. Beim Unistoff ist das egal. Und jetzt kommt eigentlich der Mittelteil. Da spielt sich auch alles ab, wenn ihr irgendwas plant drauf zu machen, was wahrscheinlich auch der Fall ist. Also es ist kein großer Part. Ich zeige euch aber auch ganz genau, wie ihr das gut abmessen könnt und dass ihr es auch ganz gerade habt. Als kleine Hilfestellung einfach in der Mitte falten, kleine Schnipse machen. Dann habt ihr hier so ein kleines Dreieck und habt genau die Mitte. Das macht ihr bitte bei allen drei Stoffstücken, beziehungsweise so viele, wie ihr dann auch habt. Dann seht ihr hier, oben habe ich es auch nochmal gemacht, da baue ich es nochmal wegen der Manschette. Und unten noch eine Spitze brauchen wir es natürlich nicht. Das wird hier zusammengenäht. Also rechte Seiten treffen sich wie immer. Und die Dreiecke treffen aufeinander. Weil dann kommt man nicht in Versuchung, das irgendwie ein bisschen schief oder falsch anzunähen. Und ich nähe dann erst ab Mitte. Rechts ist der Percy. Hoffentlich habt ihr den schon nachgenäht. Ein so hübscher Igel. Und ich werde oben jetzt halt auch das dranlegen. Also am besten erstmal hinlegen, dann so wie ihr es haben wollt, dann deckt es einfach zu. Und dann habt ihr die rechten Seiten innen. Die Dreiecke treffen sich wieder und das wird dann eben zusammengesteckt. Ihr könntet natürlich eben nicht mit dem Dreieck, aber ich finde, es ist einfach ein ganz guter Trick, dass es eben ganz gerade ist. Und ich finde, eine Schultüte muss formgleich sein, die muss super passen, die darf nicht runterrutschen. Und das ist ein klasse Schnittmuster. Beide Seiten werden jetzt mit einem Geradstich angenäht. Und zwischendurch solltet ihr auf immer achten, dass ihr eure Nähmaschine auch
mal wartet. Heißt alles mal raus, die ganze Unterspule, das geht ja bei Brother ganz schön. Die Stickmaschine ist da auch genauso. Dann die ganzen Fusel auch mal weg und nicht vergessen, auch mal ein bisschen mit einem Nähmaschinenöl einfach ein paar Tröpfchen drauf zu machen. Ich sage es einfach mal nebenbei, weil man sich bestimmt mal denkt, hätte ich vielleicht auch mal schnell machen sollen. Und ich erwische mich auch dabei, dass ich das zu selten mache. Deswegen jetzt auch mal schnell gemacht. Und ihr seht ja, das geht ja auch ganz schnell. Auch bei denen, die man es extra ausbaut, auch die W6, die ich früher hatte, zwar ein bisschen mehr Aufwand, die ist schon ein bisschen höher in der Technologie, aber geht alles. Einfach einmal ausprobieren und dann macht ihr das und dann läuft es wieder wie geschmiert. Ist halt auch cool mit den Einfädlern, ja, da am besten immer auf Mittelstellung, auf Spannung und dann geht ihr auch richtig gut durch, weil da auch schon manche geschrieben haben, sie haben ein bisschen Probleme. Ein guter Tipp ist auch die Saumhilfe. Ihr könnt aber natürlich auch mit Malertape einfach abkleben. 1,5 cm. Das ursprüngliche. Ich habe sie auf 1 cm gekürzt, weil ich einfach das gern Nähfüßchen breit nähe. Ich fange jetzt auch bei der Mitte an. Also die zwei Dreiecke verbinden sich. Dann bin ich genau in der Mitte und komme auch ideal hinten raus. Ich empfehle euch immer einen nicht dehnbaren Stoff, jetzt hier webbaren Baumwollstoff. Ich drehe das Ganze 180 Grad und fange wieder bei der Mitte an und dann wird es einmal runtergenäht. Da wir 1 cm Nahtzugabe haben, könnt ihr das jetzt ganz schön auseinanderbügeln und jetzt sieht man auch richtig schön diesen Bogen. Also der ist wirklich ganz, ganz gerade und der läuft wirklich auch gut hier. Ich werde jetzt das zusammen einmal schlagen und dann auch nochmal den Bruch bügeln. Hier habe ich noch vorab das vorher gezeigt, falls ihr keinen Rohling habt, dann einfach mal pro forma zusammenstecken. Also ich habe jetzt auch noch nicht genäht. Hier ist auch noch mal die Linie auch von dem Bruch, von dem Schneiden ganz leicht zu sehen. Seht ihr, ich habe es hinten jetzt nur mit Nadeln mal zusammen, weil wenn ihr, wie gesagt, noch kein Inlay habt, noch kein Rohling, dann könnt ihr es euch mal so einfach mal zurecht stecken und sehen, wie schaut es denn überhaupt aus. Das ist der Plan, wenn ihr quasi keinen Rohling habt. Aber ich finde es immer besser mit Rohling. Da zeige ich euch nämlich jetzt auch noch mal einen Trick. Ihr könnt natürlich auch schöne welche Bänder jetzt auch annehmen, das mache ich jetzt auch hier. Ich verlinke euch natürlich alles an Material, was ich verwendet habe. Und Baumwollstoff ist natürlich, der sich nicht dehnt, meine Empfehlung für diese Schultüte. Beim Rohling solltet ihr unbedingt darauf Acht geben, dass der fest ist. Spart bitte nicht beim Rohling. Hier habe ich jetzt nochmal gebügelt, da seht ihr auch ganz gut diese Bügelfalte. Und da orientiert sich auch alles. Da seht ihr dann auch, wie ich das mache mit dem Namen. Der Name sollte natürlich auch gerade und auch die anderen Teile sein. Ich habe das jetzt auch einfach mal pro forma zusammengesteckt. Das könnt ihr dann auch nochmal nachstecken. Einfach mal eng, dass ihr schon mal sehen könnt, wie schaut es denn überhaupt aus. Meinen Namen habe ich gestickt. So habe ich es auch gemacht bei meinem Sohnemann. Oben ist es gerade, dann kann ich genau 90 Grad den Winkel nehmen. Also rund empfehle ich euch da nicht so. Und jetzt nehme ich das doppelseitige Klebeband, das ich eigentlich vielfältig auch verwende. Und dann klebe ich das drauf. Das wird dann auch später drauf gebügelt. Das ziehe ich dann einfach ab. Und das könnt ihr dann gestalten, wie ihr möchtet. Also das klebt auch. Und ihr könnt es auch wegziehen und dann wieder neu gestalten. Schaut einfach mal, wie es ist. Ich finde, man sieht es auch gar nicht so, wenn ihr das auf die Fläche klebt. Ihr braucht wirklich den Rohling. Und da könnt ihr ein bisschen variieren. Möchtet es mehr nach links, rechts. Da macht ein kleiner Winkel schon viel aus. Und dann könnt ihr noch ein bisschen das wegzupfen und eben schauen, dass es einfach perfekt passt. Einfach ein kleines Klebefilmchen. Also da, es gibt manche Dinge, die braucht man, finde ich, und da gehört das Nähklebeband auch dazu. Wenn es jetzt euch so passt, dann kommt es runter und dann werde ich das dann bügeln. Das mache ich dann auf Stufe 2. Die Patches, die ich gemacht habe mit meiner Stickmaschine, da weiß ich auch, das klebt. Aber solltet ihr die dazu kaufen, dann bitte noch einfach einmal drumherum nähen. Die haben meistens ja eben diesen Filz, der ein bisschen absteht, was noch optional ist, dass ihr einfach noch ein bisschen zusätzlich was näht. Das mache ich jetzt auch, dass ich diese Verbindungsschnur eben vom Astronauten dann auch zur Rakete. Normalerweise macht man es ja mit dem Weltraumflugzeug. Das ist eigentlich ganz schön und das habe ich dann einfach mit einem Geradstich noch gemacht. Auch nicht mit einem Freihandstickfuß, sondern auch ganz normal mit dem Nähfüßchen.
Strickmarke sind ganz cool, verschwindet auch wieder und dann näht es einfach an. Ich denke, das Schlimmste ist eigentlich, wenn sie irgendwas ablöst bei eurem Kind. Ja, das wäre sehr ärgerlich. Also näht es ruhig nochmal an, doppelt hält besser. Jetzt kommt es zur Manschette. Manche machen das auch so, dass sie nochmal einen Bogen machen. Ich finde es besser, wenn gerade Manschetten sind, weil man dann oben einfach mehr Platz hat. Ich mache das auch aus einem Baumwollstoff, habe mir jetzt auch einfach zwei Geraden auch gemacht. Ich werde das 30 cm mal 85 cm machen. Bei den 30 cm bleibt bitte dabei, bei den 85 könnt ihr ein bisschen variieren. Also ich reiße das dann auch so, da braucht ihr keine Angst haben, das ist ein Baumwollstoff auch. Es werden schon 1-2 mm auch, dass sich der Faden links und rechts durch das Reißen, dass es ein bisschen so aufgeht. Die Schnittkante ist natürlich sauberer, aber wir machen 1 cm Nahtzugabe, also keine Angst. Ihr müsst auch nur ein Part zuschneiden. Wir machen hier innen und außen zwei verschiedene Farben. Meins ist jetzt 85 mal 30 cm, ihr könnt aber auch 80 nehmen. Dieses blaue, das mache ich einfach ein bisschen länger, das könnt ihr auch bei dem Baumwollstoff wieder schön reißen. Dann wird einmal ein Hufeisen genäht, also eine lange Seite bleibt offen, dabei dann alles feststecken. Das klappt eigentlich ganz gut bei dem Baumwollstoff. Und hier nochmal, wie wir nähen, einmal rum, eine große Seite, die bleibt offen. Ist es nicht schön, dass immer jemand wartet auf dich in deinem Nähzimmer? So, wir tun jetzt das Ganze mal wenden. Das ist jetzt auch schön genäht. Ich finde, es harmoniert sich auch ganz gut mit den Pastelltönen. Ich nehme jetzt meinen Ecken- und Kantenformer und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr schön die Ecken ausformt, weil das sieht man nämlich die Manschetten. Das seht ihr nämlich oben auch, wenn ihr das schön dann zusammenraffelt und zusammenbindet. Und mit diesem Ecken- und Kantenformer holt ihr halt es richtig gut aus. Mit so einer das nehmen manche Leute, so ein Essstäbchen oder auch so eine Nadel, das sticht ihr halt ganz leicht durch und da könnt ihr auch die runde Seite nehmen und wirklich hier einmal entlang fahren, seht ihr, dass ihr da auch richtig die Naht auch rausbekommt. Also sowas ist schon sehr praktisch. Ja, ein bisschen faltig natürlich, Baumwollstoff wird gebügelt, dann kommt, jetzt braucht man diese Saumhilfe oder ihr nehmt dann irgendein Malertape. Und bei 5 bis 6 cm näht man mindestens 3 cm, deswegen steht hier auch die 3. Dann näht ihr einfach rum, aber von und hinten nicht verriegeln diesmal. Da langt auch eine Naht, manche setzen die ja auch doppelt, das kommt immer auf den Stoff drauf an. Dann nehme ich mir nur den Oberfaden und der wird dann gezogen. Und dann raffel ich das quasi so zusammen, Stück für Stück, also immer ein bisschen ziehen und wieder dann zurecht zusammenraffen. Das soll dann eben auf diese 70 cm kommen. In der Mitte habe ich noch dieses Dreieck geschnitten, dass ich genau die Mitte sehe. Die verbindet sich dann schön, dann kann ich nämlich das gleichmäßig machen. Jetzt möchte ich den grauen Stoff oben haben. Also den sollte man auch sehen. Das heißt, die schönen treffen sich dann wieder. Das werde ich dann mit Clips befestigen. Da habe ich jetzt endlich mal was reingetan, was Gesticktes. Und ihr solltet halt schauen, dass diese Raffung gleichmäßig ist. Also ja, manche messen es ja auch ab. Also ich habe es jetzt rein nach Gefühl gemacht. Die Ecken werden dann auch nochmal zusammengesteckt. Und ihr seht auch, den Oberfaden habe ich jetzt auch mit so einem Clips. Das ist ein ganz guter Trick. Dann geht er nämlich auch nicht raus und hält auch ganz gut. Und dann ziehe ich das auch nochmal. Und dann kann ich es nämlich nochmal auf die Hälfte anpassen. Also ich verbinde dann Mitte und die Seiten. Und dann raffle ich das nochmal zusammen. Und dann wird das dann oben einfach festgesteckt. Also ihr näht auch nicht gerade, sondern ihr müsst diese Raffung natürlich mit einnähen. Ein bisschen ungewohnt, wenn ihr das erste Mal macht. Aber es geht eigentlich ganz einfach. Das nehmen wir einmal hier entlang. Das schaut dann auch nicht so geriffelt aus. Das seht ihr dann, wenn wir dann das Stückchen noch auftrennen. Wenn man es dann umbiegen genäht ist, schaut es dann so aus. Also das liegt innen blau und grau ist außen. Vorne natürlich und auch zum Schluss am Ende verriegeln. Wie ihr dies haben wollt, dass das nach vorne, manche machen es nach links, nach rechts, verschieden. Also ich habe jetzt halt, das immer so nach vorne. Ich habe es je nachdem, wie es halt kommt. Ich finde, es sieht trotzdem wunderschön aus, auch dass das auch ein bisschen, die Manschette ein bisschen breiter ist. Das ist jetzt bei mir auch genäht. Und das, was wir eben so gezogen haben, keine Angst, weil es hier noch da ist, das wird jetzt aufgetrennt. Aber das ist eigentlich ratzifatzi gemacht. Wenn ihr nur eine Linie habt, dann nehmt ihr einfach so eine Naht drin. Der hat hier ein kleines Messer drin. Und wenn ihr dann durchgeht und ein bisschen weiter zieht, zack, dann ist es nämlich schon der Faden offen.
Dann könnt ihr nochmal das bisschen aufziehen, dann geht schon viel auch raus. Meistens, wenn ihr euch dann nochmal eins schnappt, dann könnt ihr es eigentlich dann schon gleich mit der Hand rausziehen. Keine Angst, es bleiben keine Löchlein zurück. Da habe ich nämlich auch einen klasse Tipp, einfach ein bisschen nass bügeln. Also die verschwinden so gut, nass bügeln. Ihr müsst es sowieso bügeln und dann ist alles verschwunden und ihr habt eine wunderschöne Manschette. Beim Zusammennähen habe ich auch einen super duper Trick und zwar nehmen wir da wieder das Nähklebeband. Ich habe nämlich zwei Verbindungen, weil wir eben dieses Farbspiel haben mit Nähklebeband gemacht und eins ohne. Das seht ihr dann auch beim Nähen. Und das mit Nähklebeband war zu 100% gerade richtig getroffen, hat sich nicht verschoben und es schaut so toll aus. Das zeige ich euch dann nochmal am Schluss, auch wenn ich die fertige auch umdrehe, die fertige Schultüte. Hier schauen, dass ihr wirklich ganz exakt auch die Farben trifft. Ich meine, es ist nur hinten, es wäre jetzt nicht so schlimm mit dem 1 mm, aber so ist es wirklich perfekt. Das wird dann alles auf rechts gelegt und einmal hier entlang genäht, einmal runter. Ich nähe jetzt hier mit 1 cm, weil ich mein Schnittmuster auch angepasst habe. Solltet ihr das nicht getan haben, eben mit diesem Schnittmuster, ja, dann müsst ihr natürlich die 1,5 cm machen. Hier treffen natürlich die aufeinander, da habe ich eben kein Nähklebeband genommen. Da war es dann 1 mm auch verschoben, aber das hat wirklich nichts zu tun. Wie gesagt, aufpassen eben mit dieser Nahtzugabe, falls ihr die 1,5 cm habt, dann mit Saumhilfe. Das näht ihr einfach bis ganz runter, bis zur Spitze. Dann könnt ihr es einfach mal reinschieben, müsst auch noch nicht wenden, einfach mal auf links. Und ich habe schon gemerkt, ein bisschen Spielraum ist noch, aber ich finde, wenn das perfekt passt, fast ein bisschen, ja, jetzt auch nicht 0,5, das wäre es jetzt ideal. Ich finde, sieht es auch schon schön aus. Ich drehe es natürlich auch noch um, klar. Bloß, dass ihr wisst, ihr könnt da immer noch mal nachnähen. Ich meine, ich kenne das Schnittmuster jetzt auch schon, das ist jetzt die zweite Schultüte und ich habe da auch nochmal 2 mm nachgenäht. Ich wollte es euch bloß einmal zeigen, wie es auch ausschaut und hier auch nochmal mit dem Nägeln, das tupft man dann einfach auch weg. Und das ist wirklich, finde ich, super, hier fast keine Differenz. Ich habe jetzt auch nochmal auf links gedreht und nochmal abgenäht, dass ich es euch auch zeigen kann. Also es sind ungefähr so 2 mm. Ich finde, dann ist es wirklich perfekt und es geht auch richtig gut drüber. Ich finde, wenn es sich so ansieht wie so ein Thrombosenstrumpf, wer schon mal im Krankenhaus ist und nochmal Operationen mitgemacht hat, der weiß, wie das ist. Das A und O ist hier das Glattstreifen, dass man wirklich auch alle Falten, die hier noch sind, dass ihr die noch rausstreift. Da am besten zur Hand nehmen, so nach unten wirklich auch. Und das sieht wirklich jetzt hier, finde ich, aus wie gemalt schön. Ich finde, das Schlimmste ist eigentlich eine faltrige Schultüte. Das sieht einfach nicht qualitativ aus. Das könnte man nochmal nachnähen. Ja, und wenn das zu fest habt, also ich würde lieber noch 1 mm, noch 1 mm. Ihr könnt jeweils immer auch nähen. Dann habt ihr wenigstens eine Doppelnaht. Da bricht euch auch nichts auf. Ich meine, für einen Tag reicht es auch. Aber ich möchte es ja später dann auch nochmal so Schlafkissen verwenden. Mache ich noch ein Inlay. Sieht wunderschön aus. Fast wie, ja. Ja, ich sage jetzt einfach für mich perfekt. Um die Manschette ist auch toll, weil die recht groß ist. Das ist eben der Vorteil, wenn ihr die gerade auch näht. Es steht auch alles bei Baumwollstoff. Falls ihr einen schweren Stoff habt, näht H250 ein. Eine wunderschöne Schultüte. Also meine damals in der Kindheit war eine auch Stoff, aber war eine gekaufte. Ich war auch stolz. Jeder ist stolz auf seine Schultüte. Ich finde es wunderbar. Da kann man jetzt noch oben eben die Namen machen. Das bollt sich natürlich auch noch ein bisschen aus, wenn man da jetzt noch größere Sachen reinmacht. Ihr könnt es natürlich variieren, wie ich euch das auch gezeigt habe, deswegen war das Video ein bisschen länger am Anfang, aber ich finde einfach die Option schön, dass man sagt, Mensch, man macht es auf 3 Teile oder man macht es nur auf 2 Teile. Was ganz klasse ist, ist auch diese Holzverstärkung. Die wird nicht reingeklebt irgendwie, sondern die kommt tatsächlich in den Rohling rein. Also die kommt hier rein, klupp, dann fliegt die runter und stabilisiert quasi diese Spitze von innen noch. Die kostet nicht viel, die verlinke ich euch auch gerne. Werde ich auch benutzen bei meinem Sohn, der wird jetzt dann auch eingeschult. Und das war noch die Variante, die ich auch gemacht habe. Also dies rechts mit Samt innen drin oben. Und wie gesagt, wenn ihr das Samt nimmt, dann näht noch ein H215 drauf oder klebt es rein. Dann habt ihr dann eine richtige Stabilität. Genau. Diesen Holzknubbel finde ich ganz cool. Falls ihr eigene Patches macht, gibt es ein Video von mir online. Ich freue mich auf jedes Abo, wenn ihr mir schreibt und dass ihr mir treu bleibt. Ich finde euch klasse und Dankeschön, dass ihr mir zuschaut. Macht es gut!
Bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Eure Nina.